Leute, willkommen bei Another Predator Game, würde ich fast sagen. Ich habe schon ziemlich viele Predator Games gezockt, die waren damals ziemlich in Mode. Das ganz neue Predator habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezockt. Da spiele ich lieber was auf dem NES. NES wusste ich gar nicht, dass es da einen Predator-Teil überhaupt gab. Und ich bin sehr gespannt. Oh, ein großer Arnie, das gefällt mir schon mal. Ein gut gepixelt großer Arnie. Sieht sehr authentisch aus, kommt gleich aufs Thumbnail, schätze ich mal. Arnold Schwarzenegger, eigentlich steht da nur Schwarzenegger. Predator! Was, 100%? Nur verstanden mit 100%. 100% Next Nil Kegis. Ich habe keine Ahnung, Next Nil Kick. Ich konnte es gar nicht so richtig lesen. Egal. Wir wissen auf jeden Fall, ein Alien-Raumschiff, setzt das ab und da beginnt wieder das Intro von neu. Wir wollen das Intro uns aber jetzt nicht mal nochmal angucken. Wir wollen einfach mal Start. Continue kann ich eh nicht machen, ich habe es noch nicht getestet. Major, in Klammern, also in Anführungsstrichen, Dutch Shepherd, sein Spitzname. Heißt eigentlich Major Schäfer. Ich habe mal, der heißt Shepherd. Aber Shepherd ist ja auch nur Englisch für Schäfer. Also Major Schäfer und das Commando Fly Deep into the Jungle. To rest their lives. We are being held ich lasse einfach auf Deutsch. Okay, Major Shepherd fliegt mit seinem ganzen Team rein, um Entführter seiner Alliierten und so, seiner Verbündeten zu holen, die von Guerillas entführt wurden. Und die fanden auch den Guerilla-Stützpunkt, quasi das Versteck, und knallten alle ab und so weiter. Aber auf ihrem Weg nach Hause werden sie einer nach dem anderen getötet, von einer unbekannten Kreatur. Im Prinzip habe ich jetzt die Hälfte des Films gespoilert, was aber nicht schlimm ist. Wer Predator noch nicht gesehen hat, der sollte sich dringend mal reinziehen. Also das Original, das ist der beste Film der ganzen Reihe ist. Und der wirklich noch Spaß macht, sich anzusehen, selbst heute noch. Und wir haben viel Leben in Stage 1 oder generell viel Leben. Wir können. Was ist das denn? Okay, ich habe keine Ahnung, warum es. Was soll das sein? Ich habe ganz Predator gesehen. Es ist ein Stein, der uns verfolgt. Und ich kann springen und schlagen. Ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen wie Contra. Tödliche Frösche. Das hat sowas von gar nichts mit Predator zu tun. Und wer sind die Dudes, die da langlaufen? Ich denke, das ist jetzt schon die Phase, wo Shepard alleine. Schäfer, natürlich. John Schäfer. Alleine von den Aliens gejagt wird. Okay. Ah, okay. Das ist. Na, jetzt kann ich Granaten werfen und ich bin fast reingefallen selber. Damit krieg ich die Felsen kaputt. Ja, zumindest was. Das hat zumindest was. Wie viele Granaten habe ich? Grenades. Hallo? Würde es jetzt mal kaputt gehen, der Rest hier? Okay. Wirst du bitte damit aufhören, Dude? Der verarscht mich doch. Okay, ich bin jetzt schon der Meinung, ist ein Worstplay. Stirb! Ja, sehr gut. Das war so geplant. Ja, wie lange soll ich das machen? Kann ich auch kriechen? Ansonsten wird es relativ kompliziert. Ich kann nicht kriechen. Okay, vielleicht hier direkt. Das habe ich schon mal probiert, oder? Würdest du mal... Weil die fliegen zu lange rum, die Granaten. Ich weiß, dass ich mich hier hochsprengen soll. Ihr verarscht mich doch gerade. Ach, ich kann hier auch als Plattform benutzen. Und dann ist das alles wieder hier. Okay. Ich verliere zu viel. Wieso verliere ich jetzt Leben? Ich raff das Spiel noch nicht ganz. Ihr werdet das sicherlich merken. Gut, gut, gut. Ich konnte doch gerade Granaten hier reinlegen. Da, jetzt konnte ich es wieder. Komm her, Dicker. Nein, ich habe nicht mit einem Granaten sprengen. Okay, Leute, das ging völlig nach hinten los. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ihr müsst mir das verzeihen. Vielleicht ist es auch einfach ein Worstplay. Ist das Alien-Eier? Ach, da oben ist eine Knarre, oder? Ach, guck mal hier. Und die bringt gar nichts, die Knarre. Die bringt einfach gar nichts. Ich kann die Handtasche damit erschießen, oder? Alter, es ist so kompliziert, damit zu treffen. Ja, Handtasche tot. Kann ich mit Select oder so die Waffen wählen? Nee. Okay, jetzt nochmal rüber. Eigentlich würde ich die Granaten mitnehmen wollen, aber die haben mir gar nicht gefallen, ne? Dann lass ich es halt liegen. Oh. Von wegen, das sind immer noch normale menschliche Gegner. Ich dachte, wir haben das Guerilla-Nest hier schon ausgeräuchert. Das Guerilla-Nest, das ist Skorpion, jetzt sehe ich das erstmal. Ich baue eine Weile, damit mein Pixelgehirn sich wieder an das Alter des Spiele gewöhnen kann. Ich habe schon so viel. Ne, zwei Treffer habe ich einstecken müssen scheinbar erst. Das sah so viel aus. Stirb! Gefährlicher Guerilla! Okay, man muss dann wahrscheinlich die Schüssen irgendwie ausweichen. Das sind normale Felsen. Warum bin ich eigentlich rosa? Das muss man jetzt sagen. Ich bin Arnold Schwarzenegger. Der hat höchstens rosa getragen. Gut, der hat ziemlich oft rosa getragen. Ich glaube, Twins hat da... Nein! Ich Idiot, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe mich null drauf konzentriert. Okay, so schnell geht dieses Spiel. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so lange nichts... Also warum ich noch nie wusste, dass es ein Predator fürs NES gibt. Hier ist die Begründung. Es ist kacke. Es ist wirklich kacke. Aber ey, guck mal, wir holen jetzt mal die Granaten. So, kann ich jetzt hin und her schalten? Wie kann ich zwischen den Waffen hin und her schalten? Jetzt habe ich die scheiß Handgranaten wieder.
Wo ist meine geile Knarre, die ich hatte? Okay, der kommt wieder. Jetzt. Jetzt? Ja, okay. Oh Mann, ist das ein Stress. Hey, ja, also... Und hoch da! Hoch da! Hoch da! Es geht einfach nicht und er jagt mich. Okay, das geht. Alter, man müsste doch meinen, dass du den Felsen unter dir sprengst. Gut, gut, gut. Man müsste meinen, dass du gar nichts sprengst. Wie jetzt? Jetzt? Das Spiel macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich hätte das Granatenexperiment nicht wagen sollen. Ich hätte schon gedacht, das ist alles wieder kaputt hier. Also wieder ganz, das wäre... Okay. Jetzt geh endlich irgendwas kaputt. Alter, Spiel. Ich will nicht das machen, was ich mache, dieses dreckige Scheiß aus Game. Okay, nochmal. Das wollte ich auch nicht. Alter. Gerade fühle ich mich etwas gemobbt vom Game. Ich will doch nur hier durch. Okay, das müsste funktionieren. Ja, nein, das ist wieder der falsche Felsen. Wie kriege ich die jetzt kaputt? Okay. Ich hab's fast, Leute. Ich hab's fast. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen jetzt. Ui. Ui. Alter. Dieses Spiel will mich mobben. Und das kriegt ziemlich gut hin. Noch ein bisschen weiter weg jetzt. Jetzt. Alter! Okay. Dann halt so. Wenn es gar nicht anders geht, dann halt so. Mir wäre die Knarre trotzdem lieber gewesen. Wie soll ich denn das jetzt überleben? Das ist doch totaler Shit. Alter. Okay, ich hab's grundlegend falsch gemacht, fürchte. Ich brauche diese Knarre und nicht die Granaten. Nee, ich mach das Spiel gleich normal. Aber momentan ist für mich ein kleines Worstplay, muss ich sagen. Ist momentan nicht so gut. Ist fast so schlimm. Ja, so schlimm wie Alien vs. Predator ist es nicht. Ah, ja, schieß mir halt den Rücken. Da oben ist der Ausgang. Das ist der Ausgang zum. Ihr könnt mich alle mal. Nein. Ich wollte doch nur hier. Nein, Junge! Leg doch mal die Granate. Da legt sie da oben hin. Wie soll ich? Der kommt doch jedes Mal neu an. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich nur im richtigen Moment springen. Okay, der hat sich für Selbstmord entschieden. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Kerl. So, jetzt er noch. Oder ich ignoriere ihn einfach und weiter. Ich glaube, das Beste. Mann, diese Steine! Okay, spiel... Ernsthaft? Okay, okay. Ich habe noch ein Leben. Ich kann das... Narf! Wir machen das dann auf jeden Fall nochmal. Ich bin nicht auf. Ihr wisst, ich wollte erst die Granaten holen, weil ich dachte, das macht mir Sinn, wenn wir die später brauchen können. Ich darf es sowieso nicht wechseln können. Zwischen Granat. Nein! Nein, 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 nein! Was? Was? Was zur Hölle? Ich habe mehrmals Start gedrückt und bin gestorben? Major Dutch Schäfer, Sie haben ganz schön. Holländischer Schäfer, du hast ganz schön versagt. Also ich habe ganz schön versagt, ich gebe zu. Aber ich probiere es ja jetzt gleich nochmal. Ja, können wir jetzt mal starten? Tipp, Selbstexplosion, Selbsttötung ist einfach mehrmals Start drücken. Alter. Alter. Und ich weiß immer nicht, was ist das? Was ist das? Ich raff's nicht. Dieses, ist das The Predator unter dem Stein, der sich versteckt? So, ich muss noch diesen Sprung schaffen. Wow. Geschafft. Und dann diesen Sprung da hoch. Ich möchte ihn auch nochmal schaffen. Und wow. Geht nicht. Bist du doof dafür? Wow. Nein, nein, nein. Ich hab auch einen Zweischuss. Na. Narf. Okay, da geht's gar nicht hoch. Ich wollte es mal probieren, aber das Spiel lässt mich nicht. Muss ich damit leben. Und ich werde trotzdem getroffen. Alter, ich fühle mich gerade richtig scheiße gemobbt von dem Game, ne? Nein. Okay, ich dachte, ich werde schon wieder in Abstand gefallen. Okay, jetzt dieser Scheißkerl. Yeah, das hat mal wenigstens funktioniert. So, jetzt nicht in den Abhang stürzen. Nicht sterben. Und weiter. Skorpion erschießen mit einem M16. Skorpion erschießen mit einem M16. Ersten Abschnitt beendet. Das hätten wir auch schon beim ersten Mal in 2 Minuten haben können. Okay, er sieht immer raus, als hätte er eine Knarre in der Hand. Aber er hat nur seine puren Fäuste. Er sieht wirklich aus, als hätte er eine Knarre in der Hand. Okay, es ist definitiv ein Worst Play. Man hat Arne nicht mehr irgendwelche Muskeln angedichtet.
Der ist ein. Wie soll ich das jetzt. Okay, der springt runter. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte mich schon wieder echauffieren gerade. Aber der Sprite sieht null aus wie Arnie. Nicht mal Ansatz. Schon diese rosa Farbe, die sie einfach nur gemacht haben. Dass sie mit, damit sie nicht eine Armeefarm machen müssen, weil er sich dann vom Hintergrund nicht mehr abhebt, haben sie einfach gedacht: I give a fuck. Ich mache ein rosa. I give a fuck. Alter. Das Ding hätte mich fast. Wie? Ohne Waffe. Ohne Scheiß. Das. Okay. Ich dachte, das wäre ein Run and Gun. Es ist ein Run and Run. Und eigentlich ist es ein Run and Nerf. Und überhaupt. Ich hätte unten lang gehen. Ich muss. Nein, ich muss oben lang. Die wollen mich ärgern. Wie soll ich denn das mit den ganzen Gegnern? Okay, er kann wenigstens sehr schnell boxen. Das soll ich mir ausnutzen. Also sollte ich wirklich. Dann die nervende Mucke da im Hintergrund. Okay, ich habe mich festgelegt, ist ein Worst Play. Und ich diesmal werde ich hoffentlich das. Na, oh, du bist ein Kackgame! Das Intro nicht vergessen. Okay, wir haben ja nicht mal pixelgenau Sprünge, sondern einfach nur Scheißhaus-Sprünge. So, ich gehe jetzt mal hinten und mal gucken. Hier gab's doch keine Waffe, oder? Komm, trag mich doch mal zur Waffe. Waffe! Hier ist keine. Okay, danke. Bam, bam, bam. Ah, selber eine Waffe! Kann ich einen Skorpion vielleicht so. Nee, ich kann im Hocken nicht zuschlagen. Es wäre auch zu viel verlangt. Ich habe auch die Anleitung nicht dazu gelesen. Vielleicht verpasse ich hier die Hälfte, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich fühle mich gemobbt. Hä? Oh, ey, nein. Das geht doch fast schon nicht mehr. Also, ah, dieses Spiel, es fühlt sich so schwammig an. Es fühlt sich wirklich unglaublich schwammig an. Es ist wie Eisphysics teilweise. Das heißt. Oh, komm, komm her. Laufe meine Faust! Laufe meine Faust! Ich möchte nicht, okay. Ach so, ich habe ja vergessen. Er kann ja nicht, wenn er sich bückt, eine Attacke machen. Leute, das wird ein ganz kurzes Worst Play. Ich halte mich hier schon wirklich hart zusammen, damit ich nicht gleich ausflippe. Also, ich bin doch ganz gespannt. Ich habe noch keine Wutanfälle, aber es ist schon. Oh! Es ist schon reichlich davor, ne? Ah, okay, das wird das kürzeste Sonntags-Let's Play, was man sich vorstellen kann. So ein richtig kleines Arschloch-Schnell-Let's Play. Ich will euch eure Zeit ja nicht stehlen, ne? Ich meine, ihr könnt mir hier zugucken beim Versagen. Und wie ich will dieses Spiel upragen. Ihr könnt was Sinnvolles machen. Okay. Oh, was war das? Ich glaube, ein kleines Erdbeben hat gerade den Raum erschüttert. Continue! Wenigstens, lass mich jetzt Level 2 anfangen. Lass mich in Level 2. Level 1, wozu mache ich denn ein Continue? Wenn ich sowieso in Level 1 anfange. Was ist das? Muss ich erst einen Boss besiegen? Oh, Arnie hat seine Knarre wiedergefunden. Oh, Gott. Ey, gib mir. Spreng dich! Das hat doch funktioniert mit dem Sprengen. Oder bin ich vorhin an irgendeinen Typen gestorben, der unsichtbar, den ich nicht gesehen habe? Okay, wir probieren es noch mit der Granatennummer. Egal. Egal. So. Stirb bitte. Danke sehr. So, wie habe ich das vorhin gemacht, um dich dann durch. Ich habe mich, glaube ich, in die unteren Positionen durchgewieselt, ne? Irgendwo hier habe ich mich lang gewieselt. Richtig schön auf die Wieselige. One Weasley habe ich gemacht. Nochmal, komm. Stirb endlich, Junge. Danke sehr. Ich kann mir kaum. Ich weiß mittlerweile, wie man sich durchwieselt. Ist da auch noch schon eine gute Sache. Ist ja bei diesem Spiel die halbe Miete. Aktives Durchwieseln. Würdest du mich bitte mal in Ruhe lassen? Danke sehr. So, durchgewieselt. Aber immer noch keine Knarre. Das könnte zu Problemen führen. Obwohl, bei dem Spiel ist doch alles ein Problem. Ich laufe hier einfach durch und kassiere einfach die Schäden. Ja, bin einfach ein Arnie, ist einfach ein Tank. Der ist nicht dafür gemacht, hier filigran und fein zu sein. Der will einfach nur durchlaufen und face-tanken. Schön die linke Backe auch noch hinhalten, seine linke rosa Backe. Also ganz ehrlich, hätten sie nicht eine andere Farbe? Ich habe generell nichts gegen rosa, ne? Ich will es mal sagen. Ne? Coole Farbe in bestimmten Momenten, aber das wirkt hier so einfach so. Das habe ich nicht gesehen. Hab ich vergessen. Das wirkt hier einfach so falsch. So absolut mega falsch, die Farbe. Hätten sie ein saftiges Grün gegeben, wäre es auch gegangen vom Hintergrund sich abheben. Denn die Gegner haben auch ein saftiges Grün. So. Wenigstens habe ich voll Energie und wieder keine Waffe. Kann ich den hier auch wieder zerboxen? Ach ja, macht mir auch Schaden natürlich. Der sich bewegende Stein macht mir Schaden. So muss das sein. Und der hat so einen seltsamen Sprung. Du bist so ein Dreckspiel. Okay,
Okay, ich bin immer noch ganz ruhig. Ja, die Skorpione können mich auf ihren Stachel irgendwie tragen. Irgendwie kriege ich da keinen Schaden. Ich habe den Sprung geschafft. Ich habe den Sprung geschafft. Jetzt muss ich nur noch hier. Ach, leck mich doch. Jetzt muss ich nur noch diesen. Zurück, zurück, zurück. Und Sprung. Und Folgersprung. Und Sprung. Natürlich. Oh, ich habe gedacht, es killt mich. Es ist ein scheiß pixelgenaues Drecksjump und Run. Es ist noch nicht mal pixelgenau. Das ist ja gut, dass es nicht pixelgenau ist. Also im Positiv. Es ist einfach nur scheiße unfair und unpräzise. Das ist es. Oh, ich hab's erreicht. Ich hab den Ausgang erreicht. Oh, bitte, jetzt gib mir eine Knarre und ich soll nur ballern. Richtig stumpfes Ballern. Da kann man. Ich dachte, das wäre eine Wand. Da kann man verrecken. Das macht gar keinen Sinn. Das. Okay. Auf wie weit man rutscht, das ist unfassbar. Ich wollte springen. Was ist das? Ist das irgendwie aus Alien entkommen? Hat man hier schon gedacht, oh, das Crossover Alien vs. Predator? Das habe ich mir einfach ein paar Jahre ausgedacht vorher. Und das sind Goombas. Fliegende Goombas. Was machen die hier? Was ist das für ein Level? Was hat das mit Predator zu tun? Einfach komplett gar nichts. Das Ding hat einfach nur, komm, wir geben der Predator-Marke. Wir machen ein Contra in richtig schlecht. Und nennt's Predator, damit sich's verkauft. Das war doch der Plan. Das war doch euer scheiß sinistrer Plan. Ja, wie? Was ist das für ein Scheißblock? Was habe ich da eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich eingesammelt habe. Laser. Ja, der berühmte Predator-Laser. Wer kennt ihn nicht? Ich kenne ihn nicht. Ich habe den ganzen Film gesehen. Da gab es keinen scheiß Laser, außer vom Alien. Und das war ein Rückenlaser. Also hier ein Schulterlaser und kein, den man in die Hand nehmen konnte. Also wenn die Programmierer es für intelligent oder irgendwie originell gehalten haben, schön. Ich habe noch 2 Leben, der hat es wieder nicht überleben. Es ist... Oh, ich habe neues Life gekriegt. Ich nehme alles zurück, spiele, du bist richtig gut. Da oben kriege ich die Faust... Wenn ich die Faust... Also ohne Scheiß. Wenn ich jetzt die Faust einsammle, ne? Die muss ich ja einsammeln. Ich komme irgendwie nicht drum... Alter. Ich komme irgendwie nicht drum herum, die Faust einzusammeln. Ich komme nicht mal da hoch gerade. Ist das euer Ernst? Ist das euer Scheiß Ernst? Wie mache ich das jetzt? Gibt es eine Art Doppelsprung? Oder irgendein besonderes? Hui! Hä? Ich muss schwer ruhig bleiben, ne? Ich muss ganz schwer ruhig bleiben. Wie hätte ich diesen Sprung schaffen können? Und überhaupt, warum will denn das Spiel mich so extrem mobben? Ich hab euch ausgetrickst. Okay. Und das ist jetzt... Was ist das? Ist das ein Sprungpad? Hätte ich das wegdrücken müssen? Mann! Drecksgame! Drecksgame! Game over! Ich lasse das jetzt, Leute. Ich spiele das nicht nochmal. Das ist ja richtig scheiße. Das ist ein Worst Play. Ihr habt das mit mir durchgehalten. Ich bin stolz auf euch. Aber ey, was habt ihr euch da angetan? So eine Pisse. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend noch. Und ey, dieses Video. Ey, hate. Ohne Scheiß. Bis die Tage und ciao. Ah!